Hallöchen, meine lieben SpongeBob-Fans. Ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter mit Patrick. Ja, hippie. Ja, hi. Und wir müssen weiter. Chips. Also erstmal raus hier, denn hier haben wir alles erledigt. Hier der Stern. Und hier werfen, bitte. Oh, Chip. Wie. Raus hier. Ah, da haben wir es direkt. Da ist der Strahl. Der kommt hier an. Genau das wollten wir. Wunderbar. Ich sehe schon einmal Wechsel, bitte. Hallo, SpongeBob. Und bam. Oh. Korallenfarbe. Hm. Patrick hat Werbung gemacht für Farbe in sexy Pose mit seinen Unterhöschen. Ach, schämt er sich mal gar nicht. Und es war nicht seine Hose, es war die Unterhose. Aha. Na, sagen gibt's. Damit habe ich nicht gerechnet. So, da könnten wir wieder zurück, wollen wir aber nicht. Und hier geht's zurück. Yippie. Und ich würde sagen, wir sind fertig. Glückwunsch, SpongeBob. Du bist der König des Strandes. Hier, nimm diesen goldenen Pfannenwender. Na, danke schön. Gib her. Spiel wird gespeichert. Kiss. 27 Pfannenwände haben wir jetzt. Okay, die eine Socke weiß ich, die fehlt uns noch. In der Höhle, genau. In der Höhle des Löwen. Ohne Löwen. Geh weg. Rechts ist auch noch irgendwas. Also machen wir das mal, bevor wir hier wirklich verschwinden. Ja, wie gesagt, ja, ich versuche, so gut es geht, viele Sachen mitzunehmen. Aber ich werde es jetzt nicht hier auf Teufel komm raus, ne, so lange machen, bis ich alles habe. Denn mein Ziel ist nicht 100% zu erreichen. Mein Ziel ist, das Spiel einfach durchzuspielen. Und so gut es geht, halt alles mitnehmen, ne? Und was ich schon erfahren habe, es gibt das wahre Ende von SpongeBob. Wenn man 100% schafft, dann gibt es ein anderes Ende. Irgendwie sowas. Oder eine Szene kommt. Irgendwie so. Und ja, das wäre schon interessant. Aber lohnt sich das für mich, da so viel Zeit reinzubuttern, nur um ein wahres Ende zu sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde... einfach gucken, wo man die Szene sehen kann und maximal als Bonus euch hier reinhauen. Ja, keine Ahnung. Einfach zum Gucken, dass man das vielleicht sieht. Ja. Überlege ich mir noch. Ja, weil das wäre schon interessant. Es gibt bestimmt irgendwo ein Video von dem wahren Ende. Dann würde ich das mit einbauen, ganz gegen Ende. Und gut ist. Es sei denn, ich entscheide mich doch dagegen und spiele auf 100%, was ich aber nicht glaube. Aber lassen wir uns überraschen, ne? Das liegt in der Zukunft. Und was der Zukunfts-Dave so macht, ja, das weiß selber ich nicht. Denn ich bin der Gegenwarts-Dave. Ich weiß nur, was der Vergangenheits-Dave gemacht hat. So sieht's aus. Bis auf die Nüss. So, drups. Jedenfalls, glitzernde Blümchen sammeln, das ganz sicher. Und nimm das. Weg mit dir. So, hier wechseln wir. 1. Hallo. Ich bin Pitch. Nehmen und werfen. Und zack. Und zack. Rumpst die Wumps. Hoch mit dir. Ab.
up and down. Erstmal up und jetzt wieder down. Deswegen heißt auch das Lied so. Up and down. Up and down. Es ist schon lange her. Zum Füttern der Muscheln R1 drücken. Okay. Möchtest du die Muschel mit 2200 glänzenden Objekten füttern, um den Drachen herauszufordern? Ja, natürlich. Ja. Dafür sammle ich die Dinger ja, ne? Ich will nicht reich werden. Ich will alles freischalten. So, jetzt nehmen wir das hier. Ups. Werfen. Was passiert? Ah. Aha. So. Na, komm her. Und tipps. Und tipp. Und tipp. Und tipp. Und tipp. Okay, das war ein bisschen heiß und der Bubu. Der weiteste Weg, ne? Also, komm. Ja, den goldenen Pfannenwender. Erwischt. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ein goldener Pfannenwender. Oh, ein Rückenkratzer. Ja, pfui. Guckt euch da seinen Rücken an. Ah, pfuh. Na, ich weiß nicht. Wie schon oft genug erwähnt. Ja, flatter nicht. Wie oft genug erwähnt, diesen Pfannenwender würde ich eher nicht mehr zum Burgerbraten benutzen, wo der schon überall war. Und Rücken ist, glaube ich, das harmloseste. Was ist denn da? Eine fliegende Unterhose von Superman. Obwohl, in dieser Welt gibt es Superman. Aber war ich gerade eine Ziege? Ich glaube, ich war gerade eine Ziege. Gibt's keinen Superman, sondern Blaubaschbube. Ne? Oder Meerjungfrau Mann. Eins von beiden könnt ihr euch aussuchen. Oder beide im Doppelpack, von mir aus. Na komm. Hips. Und wieder zurück. Na komm, wir warten. Komm, Geduld, Geduld. Ja. Und wie schon oft genug gesagt, ist so meine Achillesferse, die Geduld. Ich könnte alles hier gefühlt, glaube ich, ohne Probleme schaffen, ohne überhaupt berührt zu werden oder gegrillt zu werden. Aber ich mache es halt flotter. Guckt mal, wie lange das dauert. Na klar, ich quatsch jetzt und ich bin nicht sehr multitaskingfähig. Aber wie schnell es vorhin ging und wie langsam es jetzt ging. Und warum? Ja, weil ich geduldig bin. Aber dafür gab es kein Aua. Oh yeah, sexy. Schön. Achso, die Höhlen, ne? Genau, die wollte ich auch mitnehmen. Sollen wir das noch machen? Die Höhlen mitnehmen? Mit der Socke? Dafür brauchen wir Patrick, denn er hat die Macht über das Eis. Hallo. Die Macht über das Eis hat Patrick. Müssten wir eigentlich nicht dann wieder zurück? Muss ich mal kurz überlegen. Sandburg. Über die Sandburg, dann geht's in die Höhle rein. Genau, so war's. Oder wir machen's schneller. Wir verlegen wieder zurück. Geht das überhaupt? Nee, das geht gar nicht. Das ist nur ein One-Way-Ticket. Man kann gar nicht zurück. Stimmt. Ach, Kinderlachen. Ach ja, das erwärmt mein Herzchen. So, hoche Freude. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, alles ist schön, alles gut hier. Und sowieso am Strand. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Und Donnerwetter. Hallo. Komm her, du. Boop. Boop. Aha. Was denn hier? Mensch. Komm, das machen wir. Ich nehme mir die Zeit. Klar, ich könnte jetzt sagen, so, wir verschwinden hier. Denn das meiste haben wir. Und weiter geht's mit der nächsten Mission. Aber
Wenn ich schon weiß, dass da eine Socke war, versuche ich es wenigstens jetzt mit Patrick. Und hier müssen wir schnell sein. Jupsa und hoppa. Ah. Hopp. Und schups. Schuppdiwipp. Spring, mein kleiner Stern. Rums. Rums. Und nimm das. So, und hier könnten wir das Eis hier direkt benutzen für die Socke. Aber wie kommen wir da hin? Was passiert? Wir gucken. Augenblick. Was passiert, wenn wir es werfen? Weil so hoch. Was willst du denn hier, du Lump? Nervensack, du. Hier. So, da ist schon. Nee, ist noch nicht eingefroren. Was macht das? Ah, okay. Okay, lass mich überlegen. Ich habe gesagt, lass mich überlegen. Bleib da, wo du bist. Wie kommt man da hin? Wenn man oben springt, aber von dort aus wieder runter, geht ja nicht. Okay, ich weiß es gerade nicht. Und warum gibt es hier Eis? Wieso? Ach komm, weg da. Ja, und natürlich kostet das viel Zeit. Aber die, wie schon gesagt, will ich mir doch irgendwie auch nehmen. Nehmen und jetzt wirklich ins Wasser rein damit. Und was passiert jetzt? Gut. Wir gehen jetzt runter. Was haben wir davon? hier können wir vielleicht. Nee. Nö. Hä? Was bringt uns das hier eigentlich gar nichts, ne, wenn ich ehrlich bin? Hat das irgendwas gebracht jetzt? Also ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht. Okay, das Wasser steigt jetzt nicht mehr, ne? So hoch, oder? Jetzt bleibt es so, wie es war. Wieso? Wie kommen wir da hoch, ne? Socke! Du alte Socke! Naja. Ich hab keine Ahnung. Sag es mir. Seid so nett und verratet mir das Geheimnis der Socke. Jep, 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 jep. Und zack. Und jep. Schnubbidi-bupp, schöpf und rup und zack. Und tschüss. Vergessen. Ach du Lebezeit. Und dann direkt ins Wasser reingefallen. Ah, ist auch gut so. Ich finde es auch gut so, dass wir direkt ins Wasser reingefallen sind. Denn ich muss den Weg jetzt nicht nochmal machen. Ach, das Feuerchen. Ich habe das völlig vergessen. Aber eins muss ich sagen. Boah, ich liebe die Steuerung. Es ist selten, dass in so alten Spielen die Steuerung so präzise ist. Und wenn hier irgendwas schief läuft, muss ich ehrlich zugeben, ist das dann meine Schuld. Denn die Steuerung ist fantastisch. Selten bei so alten Jump'n'Runs so eine präzise Steuerung gehabt. Und das sieht man auch. You know? Ich mache kaum Fehler, weil die halt so gut ist. Und der macht wieder Quatsch, wie immer. Und selbst heutzutage gibt es einige Spiele, die nicht mal so eine präzise Steuerung haben. Zum Beispiel Ice Age, das neue, ja, auf PlayStation 4. Jetzt nur als Beispiel genannt. Das ist nicht so präzise. So, mach dein Feuerchen und weiter geht's. Also kann man echt nicht meckern. Richtig gut gemacht. Steuerung. Was auch komischerweise meiner Meinung nach das Wichtigste ist in einem Jump'n'Run,
Man jumpt ja, das Wort ist ja schon als erstes da, ja, für das Genre. Jumpen, springen. Und das tun wir hier sehr oft, also. Und dann eine schlechte Steuerung. Das ist dann natürlich ärgerlich. Oh ja, schlecht Wetter, Mann. Roboter, weg da. Können wir nicht, ne? Also mit Patrick können wir den nicht wirklich erwischen, weil wie? Er kann im Sprung nicht angreifen. Ne. Okay. Er kann abwerfen, aber womit? Hier gibt's nichts. Ist auch egal. Einfach dran vorbei und durch. Bitte. Das ist besser. Aha. Ja, natürlich. Und ich habe jetzt so viel zu der Steuerung gequatscht, was ja auch wichtig ist. Wichtig und richtig. Was ist denn eure Meinung dazu? Wie findet ihr die Steuerung? Seid ihr da meiner Meinung, dass die echt toll ist? Und falls nicht, warum nicht? Was stört euch dabei? So, hier rüber. Und hier. Und hier vielleicht. Augenblick. Wow. Yeah. Und genau drunter ist die Socke. Kuss auf die Nuss. Haha, yippie. Wow. Super, Ultra, Mega, Monster, Combo. Schön. Gefällt. So, wie machen wir das? Ach, hi. Beim Runterfallen kann man sie... Oh, wie haben wir jetzt Zunge wackelt sogar? Ja, auf der Lampe. Ja, aber das kriegen wir so nie hin. Ja, yippie. Das kriegen wir so hin. Von hier aus vielleicht. Maybe, baby. Ich versuch's. Und zack. Nee. Absolut nicht. Ah, das ist ja ein Ding. Ich weiß es nicht. Vielleicht fehlt irgendwas. Oder ich sehe einfach nicht den richtigen Weg. Gab es oben einen Checkpoint? Warte mal. Ich gebe dir gleich. Autsch. Das wäre auch mal interessant. Das wäre auch mal interessant. Ins Wasser hüpfen. Autsch. Ins Wasser hüpfen. Und dann nochmal hüpfen. Ich wollte schon fragen, ey. Ist er jetzt wasserresistent geworden oder wie? Verzeihung. Gut. Es ist kein Wasser. Okay, dann lassen wir das, weil ich habe keine Ahnung. Ups. Ja, das war ein Fehler, aber macht ja nichts. Nö, trotzdem nicht erwischt. Ich kam gut durch. R1. Bitte drücken Sie R1, um weiterzukommen. Dankeschön. So, der olle Karton. Stimmt, ich hätte auch mit dem Karton reisen können, oder? Aber... Ich hab die jetzt hier nie genutzt. Wo kommen wir raus? Ah, hier kommen wir raus. Ah. Da haben wir es direkt. Wir sind am anderen Ende. Ja, praktisch. Praktisch. Nicht quadratisch. Gut. Und SpongeBob ist das nicht. Es ist Patrick. Ja, dann gucken wir mal. Damit hüpfen geht auch nicht. So, jetzt haben wir es vereist. Wo können wir was machen? Wir hätten, okay, der rennt hier richtig flotti. Flotti balotti. Oh ja. Er rennt wie ein Weltmeister. Was bringt uns das? Wie kommen wir da nach oben? Da wollen wir hin. Genau da. Wie? Checkpoint. Wie kommen wir dahin?
Checkpoint, hilf mir. Geht nicht. Das würde ich sogar da drauf hüpfen, aber nee. Es geht nicht. Ach, hi. Wir haben die fliegenden Tickies. Die können wir nutzen. Wahrscheinlich genau dafür sind die gedacht. Augenblick. Sehe ich gerade. Ja. Ach, hör auf, ey. Also, es kann nur einen geben. Du oder ich. Ja, wahrscheinlich du. Oh, wow. Oh yeah! Geschafft! Damals! Kabum! Kabum! Rums hat gemacht! Na komm! Ja, ich will auch kaputt machen! Weg da! Nein! So doch nicht! Oh, hat funktioniert. Oh, von daher. Nimm das. Oh, daneben. Weg da. Mit seiner Gewitterwolke. Er will uns brutzeln. Ich weiß das. Rums. Weg mit dir. Haha, yippie. Tada. Haben wir das Söckchen. Ja, war da noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Also hier. Hier gab es zwei Socken. Eine habe ich schon gesammelt und das war die zweite. Aber ich bin ehrlich, wofür ist dann das Eis da? Einfach so. Wenn man Langeweile hat, kann man hier das Wasser einfrieren. Ich weiß. Fragen über Fragen. Ups. Das war sehr riskant, aber... Ich hab's geschafft. Wie? Oh, yeah. Schön weiß. Schön weiß. Mit braunen Akzenten wahrscheinlich bei dir. Schön weiß, ey. Genau. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Wir gehen weiter. Wir sind durch. Ich bin... jetzt der Meinung, wir sind offiziell durch, bis auf die eine Socke natürlich. Aber da weiß ich leider nicht, wie ich sie bekommen kann. Vielleicht fehlt mir einfach nur irgendwas. Oder ich bin einfach nicht drauf gekommen, ne? Was ja wahrscheinlich ist. Ja. Warte mal, das Wasser kommt hier. Nee, das kann ja nur... Jo. Das kann ja nur SpongeBob machen. Ja. Wir sind aber mit. Wir sind aber mit Patrick unterwegs. Wo war unser Checkpoint? War das nicht dort? Komm. Ouch. Sehr gut. Mal gucken, hoffentlich. Wo bin ich? Ach nee, gar nicht. Aber hier war doch die Kiste. Ja, richtig. So kommen wir rüber. Ach, habe ich ja vorhin doch auch gemacht. Ja, der Karton. Gary. Wow. Hey, Gary. Hallo. Schwupps. Okay. Ja. Haben wir. Ich darf nur die Socke nicht vergessen. Die will ich unbedingt haben, aber ich weiß nicht wie. Das werde ich irgendwann vielleicht herausfinden. Hm.
Ach so, hier. Ach, es geht hier. Ja, stimmt, richtig. Ach, hi. Ach, hi. Okay. Wir müssen den ganzen Weg hier. Nee, komm, Kartönchen, ne? Müssen wir gar nicht. Dafür sind die doch. Ah, Mensch. So. Checkpoint. Gab's hier auch nicht irgendwo eine Socke? Ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nein. Whee. Auf nach oben. Ja, und flieg. Dicker Stern. Zurück nach Bikini Bottom. So, erstmal hier wechseln. Gut. Wie. Und auf Wiedersehen. Quitsch, 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 quitsch. Nein, verlassen, geh weg. Einmal nach Hause, bitte. So, und da sind wir. Hoho, zu Hause. Yippie, ich bin bereit, ich bin bereit. Komm. Hast du meine Socken gefunden? Noch nicht, Patrick. Nee, oh. Da fehlt uns noch eine, glaube ich. Nee, noch zwei. Okay. Hier haben wir auch nicht genug Zaster. Ja, dann wären wir damit durch. Meine lieben Gaming- und Spongebob-Freunde. Und das nächste Ziel ist, ich glaube sogar hier. Sandys Kuppel. Würde ich mal so behaupten. Ja, das machen wir. Was gibt's noch eigentlich? Goo Lagoon haben wir. Hier die Quallenfelder. Die Stadt. Hä? Wahrscheinlich kommt mehr, ne? Also der Weg endet ja hier nicht. Es geht weiter. Ich bin mir sicher, das wäre viel zu wenig. Aber egal. In der nächsten Folge. Na? Sandys Kuppel. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.